So, wunderbar. Da sind wir ja schon eigentlich mitten in unserem ersten Thema, das ganze Thema CX Trendradar. Wenn du eben noch mal in die Präsentationsansicht gehst, lieber Harald. Ja. So, jetzt müssen wir dann gleich nochmal. Gut, also ich erkläre erstmal, was wir hier haben. Für diejenigen, die unseren CX-Trendradar noch nicht kennen. Es ist so, dass Harald Henn und ich eigentlich die letzten 10 Jahre immer getrennt voneinander uns überlegt haben, was sind eigentlich die großen Themen im nächsten Jahr? Was sind eigentlich die CRM-Trends? Was sind die Trends rund um das Thema Kundenmanagement? Und irgendwann haben wir festgestellt, dass wir eigentlich sehr gut mit unseren Trends jeweils zusammenpassen. Dass wir also festgestellt haben, wir haben eigentlich sehr, sehr ähnliche zueinander passende Sichtweisen und haben gesagt, also bei diesem ganzen Wust von deutsch-englischen Trendbegriffen müssen wir mal ein bisschen Ordnung versuchen reinzubringen. Und was wir jetzt entwickelt haben im letzten Jahr zum ersten Mal ist ein Radar, der sich hier jetzt also in diesen drei Bereichen People, Process und Technology bewegt. Und Harald, ich würde mal sagen, damit das besser kommt, teile ich das mal kurz. Ja? Gehst du mal Okay. eben wieder raus? Ich gehe kurz raus, ja. Danke. Und ich muss das jetzt hier kurz. Einfach so. Jetzt teile ich das mal. So, wunderbar. Jetzt müssten wir das alles ein bisschen größer sehen. So, in unseren drei Bereichen People, Process, Technology. Was wir hier außerdem sehen, ist eine Art Reifegradmodell. Das heißt also, wir haben uns überlegt, welche Trends sind eigentlich relevant, haben dann erstmal 18 Trends rausgesucht aus diesem Wust von Begrifflichkeiten. Haben diese diskutiert und haben diese diskutiert mit so 50, 60 Experten an Hochschulen, bei großen Technologieberatern wie Forrester und Gartner. Wir haben das diskutiert mit Praktikern rund um das Thema Customer Experience Management. Wir haben das mit Analysten diskutiert in Banken und in Technologieorganisationen. Und haben uns dann gefragt, wie reif ist eigentlich so ein Trend jeweils? Und haben das Ganze eigentlich von der niedrigsten Reifegradstufe, der Visionsstufe, hier ganz außen eigentlich bis innen eigentlich Commodity formuliert. So, ich möchte das ganz kurz mal erklären, damit wir ein bisschen feststellen, was haben wir hier. Ja? Vision bedeutet, dass wir eigentlich in der Lage sind, ein Thema zu identifizieren. Über dieses Thema wird viel gesprochen, aber im Großen und Ganzen ist noch unklar, wo dieses Thema sich hinentwickeln wird. Das Thema wird, und daran erkennen Sie, dass das auf der Visionsstufe ist, eigentlich ausschließlich von technologieaffinen Menschen getrieben. Es wird von Herstellerseite getrieben, es wird von Analystenseite getrieben. Im Bereich Prototyp sehen wir erste Anwendungen, das heißt also erste, meistens große marktführende Unternehmen beschäftigen sich mit einem Thema, bauen Prototypen, weil sie der Meinung sind, dass das für sie sinnvoll ist. In der Akzeptanzstufe ist eigentlich weithin klar, dass das Thema einen Nutzen generiert. Und immer mehr Unternehmen fangen an, Prototypen und auch ganz klar operative Prozesse zu entwickeln und das Ganze zu nutzen. Wenn das ganze Thema im Standard ist, hat es die Mehrheit der Unternehmen eingeführt. Und Commodity bedeutet, wenn man dieses Thema nicht beachtet, hat man einen Wettbewerbsnachteil in seiner Customer Experience. So, diese 18 Trendthemen sind eigentlich 2021 grosso modo gleich geblieben. Wir haben ein paar Veränderungen vorgenommen. Und zwar haben wir einen ganz wichtigen Trend eingeführt, das ist der Trend 5a. Warum haben wir das 5a genannt? Naja, wir wollten die ursprüngliche Nummerierung beibehalten, weil niemand versteht, wenn Omnichannel in 2020 Trend 11 war, dass es nicht auch in 2021 Trend 11 ist, um Ihnen mal ein Beispiel zu geben. Deswegen haben wir ein neues Thema immer mit einem Buchstaben eingeführt. In dem Fall ist es CX Governance. Dazu werde ich gleich noch ein bisschen was sagen. Trend 5a. Sie sehen jetzt hier, alles, was orange markiert ist, innerhalb dieses Trendradars, ist entweder ein neues Thema oder ein Thema, was sich substanziell verändert hat von 2020 zu 2021. Grund dafür ist natürlich auch Covid-19. Das ist völlig klar. Was wichtig ist im Verständnis noch, ist eigentlich diese Spannbreite.
So, und wir machen diesen Trendradar mittlerweile für 11 verschiedene Branchen. Das heißt also, wir haben für 11 verschiedene Branchen eigentlich uns überlegt, wo beispielsweise ein Thema wie Customer Data Platforms steht. Und Sie sehen das bei Trend 12. Das hat eine enorme Spannbreite, ja. Es gibt Branchen, die sind ohne eine Customer Data Plattform überhaupt nicht denkbar, wie beispielsweise Telekommunikation. Ja, das ist, wenn wir hier nicht die Daten vernünftig im Griff haben, ist diese Branche in keinster Weise denkbar. Es gibt Branchen, die fangen damit erst an, ja. Die fangen erst damit an, sich zu überlegen, wie lege ich meine Daten ab, wie kann ich überhaupt eine 360-Grad-Kundensicht herbringen. Zum Teil hat das auch was mit der Größe zu tun. Wenn ich mir so einige Finanzdienstleister, gerade Banken, anschaue, dann stelle ich fest, boah, da ist noch sehr, sehr viel zu tun, weswegen wir an der Hochschule Luzern hier beispielsweise auch ein kleines Forschungsprojekt starten. So viel zum Werbeblock. So, was hat sich denn jetzt eigentlich 2020 zu 2021 geändert? Ich habe es schon gesagt, der Trend 5a, CX Governance, haben wir neu aufgenommen, weil wir merken, das sind Themen, die sind im Jahr 2020 extrem aufgepoppt. Wie stehen Abteilungen zueinander? Wer darf was im CX-Management? Wie werden eigentlich Themen entwickelt in Unternehmen und wie kann man überhaupt das Thema Kundenorientierung in der Organisation skalieren? Darüber werden wir heute reden. Zum Zweiten haben wir das ganze Thema des Service-Ticketings eigentlich umbenannt. Wir haben festgestellt, dass in 2020 das Service-Thema sträflichst vernachlässigt wurde, weil der Fokus der großen Unternehmen vor allen Dingen auf Sales und Marketing waren. Das ist ja völlig klar. Wenn man keinen Zugang mehr hat plötzlich, weil beispielsweise Ladengeschäfte zu sind, weil beispielsweise Kontaktbeschränkungen herrschen, dann muss man sich natürlich überlegen, dass man in Marketing und Vertrieb vielleicht technologisch aufrüstet. Und das Spannende ist dabei, dass der Service eigentlich in vielen, vielen Fällen auf der Strecke geblieben ist. So, und wenn man sich anschaut, wie groß eigentlich der Abstand zu marktführenden Unternehmen geworden ist, beispielsweise im E-Commerce, Amazon versus der ganze Rest, dann stellt man plötzlich sehr schnell fest, dass vor allen Dingen Cloud-Lösungen hier einem überhaupt noch diesen Frog Leap, diesen wirklichen Sprung im Reifegrad ermöglichen, schnell einen funktionierenden Kundenservice aufzubauen. Deswegen haben wir hier ganz klar auf Cloud-Lösungen fokussiert. Wenn Sie Kreise mit orangefarbener Umrandung sehen, dann hat sich die Position eigentlich verändert. Und das ist sehr, sehr spannend. Ich werde Ihnen das gleich mal in Bezug auf die People-Dimension mal aufzeigen, wo wir Fortschritte sehen, wo sich der Reifegrad nach vorne verändert hat und in einem Fall ja sogar auch einen Rückschritt sehen, wo wir wirklich sagen, der Trend ist jetzt heute nicht mehr da, wo er eigentlich noch 2020 war. Da hat es substanzielle Rückschritte gegeben in 2020. Orangefarbener Balken, die Spannbreite der Durchdringung hat sich verändert. Das ist also eine sehr spannende Geschichte. Und zum Schluss haben wir noch einen Trend, so ein bisschen umbenannt, Natural Language Processing, respektive digitale Assistenten. Das haben wir mehr in Richtung Conversational AI geschärft. Harald Henn wird dazu im zweiten Teil des Vortrags kurz einen Ausblick geben. Gut, fangen wir mal so mit dem ersten Teil an. Ich möchte mir mal mit Ihnen die Dimension People anschauen. Wir haben mit der Dimension People, Mensch, eigentlich angefangen vor dem Hintergrund, dass wir sicher sind, dass für exzellente, überraschende, marktdifferenzierende Kundenerlebnisse heute nach wie vor vor allen Dingen der Mitarbeiter eigentlich verantwortlich ist. Und das zeigen uns diverse Studien, beispielsweise die vom Kollegen Esch gemacht worden sind. Und wir haben hier eigentlich 6 Trends drin, durchnummeriert skurrilerweise von 1 bis 5a. Und das fängt an eigentlich bei der CX-Kultur. Das ist spannenderweise eigentlich so der reifste Trend im Bereich von People. Da stellen wir fest, boah, über Kultur redet jeder. Jeder sagt, oh, das Thema Kunde, das ist komplex, schwierig und vielfältig. Und es ist eine Kulturfrage. Das ist einerseits natürlich eine ganz gute Möglichkeit, sich da rauszureden, wenn man selber keine gute Lösung hat. Andererseits ist es aber auch so, dass Kultur tatsächlich im Vordergrund steht. Das heißt also, die Frage, hat das Unternehmen überhaupt in irgendeiner Art und Weise eine Vision, wo es hin will? Hat es die richtigen Mitarbeiter? Hat es die richtigen Fähigkeiten an Bord? Dann der zweite Punkt, und da sehen wir einen ganz klaren Rückschritt, eigentlich dieses Thema des Innovationsmanagements.
Für Innovation war 2020 schlicht und ergreifend keine Zeit. Wir haben Innovationen gesehen im Sinne von Tool-Einführung. Wir haben aber wenig Innovationen gesehen in Bezug auf Prozesse, in Bezug auf intelligente Vorgehensweisen. Die wenigen, die wir identifiziert haben, sind heute hier und reden. Das ist also ein ganz großes Verdienst von Harald Henn, diese Menschen zusammengebracht zu haben, dass die heute hier eigentlich auch vortragen. Zum Thema CX-Strategie werde ich gleich noch... leise stellen. Stumm schalten. Der Georg hat sein Mikrofon aufgemacht und hat angefangen zu reden, wie die Österreicher halt sind. Jetzt ist der Georg stumm. Feedback Loop hat sich wenig getan, Employee Experience Management auch nicht. Also der Mitarbeiter stand jetzt nicht wirklich im Vordergrund des letzten Jahres. Interessant ist das ganze Thema CX Governance. Auch da werde ich intensiver drauf eingehen. Fangen wir mal mit unseren beiden Schwerpunktthemen an. Zum einen das Thema Strategie. Wir glauben, dass dieses Jahr ein Jahr wird, in dem Unternehmen gezwungen sind, mehr in die CX-Strategie zu investieren. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil die Vielzahl an Baustellen eigentlich den gesunden Menschenverstand auffrisst. Das heißt, Unternehmen haben zu viele Projekte und diese Projekte sind zu wenig koordiniert und zu wenig auf eigentlich einen gemeinsamen Nenner gebracht worden. Und ich habe Ihnen hier mal so ein paar Fragestellungen aufgeführt, die man im Rahmen der CX-Strategie anschauen müsste. Möchte gerne Ihnen ein kleines Beispiel geben und verweisen auf meine eigene Session heute Abend um 16.15 Uhr ist das, glaube ich, Harald. Liege ich da richtig? Ich gucke, Nils, 16.15 Uhr, jawohl. 16.15 Uhr, da merkt man, dass ich das alles noch nicht so noch nicht so unterschiedlich ist. So. Also das erste ist das Thema, ist überhaupt CX Teil der Unternehmensstrategie? Und dann haben wir uns mal am Markt umgeguckt und haben nach erfolgreichen Unternehmen geschaut, mit denen wir zusammenarbeiten oder die wir vielleicht überhaupt noch nicht kennen, und haben gesagt, wer ist denn da, wer macht das denn besonders gut? Und wir haben ein Beispiel gefunden, das ist eigentlich ganz spannend, die Hook24, die hat in ihrer Unternehmensstrategie ganz klar eigentlich ein Kundenerlebnis ausgeführt. Die haben ganz klar gesagt, wie differenziert sich das zum Wettbewerb und sind im Prinzip eigentlich hingegangen und haben gesagt, wo sind denn unsere Benchmarks? Und das Spannende ist, die suchen ihre Benchmarks in keinster Weise in der Versicherungsindustrie. Die suchen ihre Benchmarks beispielsweise im E-Commerce. So, dementsprechend haben die auch gesagt, okay, eigentlich muss das Versicherungsbeispiel, das Versicherungskundenerlebnis ja so differenzierend sein, dass es ähnlich einfach ist, ein Versicherungsprodukt zu kaufen, wie im E-Commerce ein Produkt eigentlich in einen Warenkorb zu legen. So, und insofern haben sie mal als allererstes eigentlich hinter jeder dieser abgeschlossenen Versicherungsprodukte auch eine oder mehrere Customer Journeys gestellt mit den entsprechenden Personagruppen. Wichtig dabei ist, dass ich eigentlich eine klare Vorstellung habe, wie es mir gelingt, damit Geld zu verdienen. So, und was wir mehr und mehr sehen, wenn wir jetzt uns über Strategie unterhalten, ist, dass die Wertperspektive wieder in dieses Thema Customer Experience Management einfließt. Das haben wir schon mal gehabt im guten alten CRM. Da haben wir gesagt, CRM ist eigentlich eine langfristige Beziehungsstrategie und eine Beziehung kann ich ja per Definition nicht zu jedem haben, sondern ich suche mir aus, wo ich eigentlich als Person den größten Mehrwert habe. Ja? Es geht also um Werte fürs Unternehmen, geht aber auch um Werte für den Kunden. So, und wenn ich jetzt also entsprechende CX-Strategie auch formulieren möchte, dann muss ich mich fragen, wo stehe ich denn eigentlich in meinem eigenen Reifegrad-Modell? Habe ich denn eigentlich Entwicklungsziele definiert, wo ich in 1, 2, 3, 4 Jahren hin will? Habe ich dafür die richtigen KPI? Und sind diese Ziele eigentlich quantifiziert? So, wenn wir uns wieder die Hook24 anschauen, als wirklich, wirklich exzellentes Unternehmen in diesem Umfeld, haben die als einen sehr starken Treiber eigentlich die digitale Kontaktfrequenz definiert. Denen ist völlig klar, Versicherungen haben ein Problem, sie haben zu wenig Kundenkontakte. Und die Kundenkontakte, die sie haben, beziehen sich meistens auf Schäden. So, und das ist natürlich ein Problem, was ich aus Marketing-Vertriebssicht anpacken muss und wo ich hier jetzt eigentlich eine sehr schöne Kennzahl habe, die ich sehr gut steuern, kontrollieren kann, über die ich aber auch sehr schön reden kann. Also wenn Sie das Versicherungsjournal sich anschauen, wenn Sie aus dieser Branche kommen,
finden Sie da relativ schnell eigentlich eine ganz gute Storyline dahinter. Der zweite Punkt, der uns eigentlich wichtig ist, ist das Thema CX Governance. Und ich habe Ihnen auch hier mal so ein paar Fragestellungen aufgeschrieben, wo wir der Meinung sind, dass die in den meisten Unternehmen eigentlich noch nicht ordentlich beantwortet sind. So, die erste Frage ist natürlich die nach den Zielen. Wie werden die Ziele, die wir haben in Bezug auf Kunden, eigentlich im Vergleich zu anderen Zielen im Unternehmen gewichtet? Ja, welche Rolle nimmt CX in der Priorisierung und in der Genehmigung von Entwicklungsprojekten ein? Haben wir vielleicht Entwicklungsprojekte, die dem Kunden, der Kundenexperience sogar schaden? Und wie lösen wir diesen Trade-off auf? Ja, wir haben häufig das Problem, dass wir als CX-Management noch in Abteilungsdenke verhaftet sind und eigentlich an den wirklich wichtigen Entscheidungen für den Kunden nicht wirklich gut beteiligt sind. Dementsprechend diese Silo-Problematik, wer treibt eigentlich welche CX-Themen in Marketing, Vertrieb und Sales? Wie stimmen sich diese Silos ab, um ein konsistentes, differenzierendes Kundenerlebnis zu gewährleisten? Harald wird gleich aus Technologiesicht darauf noch eingehen. Und was ich eigentlich besonders spannend finde, ist, wo passiert eigentlich Innovation? Wie kann eigentlich CX-Innovation auch abseits von einem zentralen CX-Team entstehen? Ja? Und wie kriegen wir dieses Thema in die Gesamtorganisation rein? Ich habe Ihnen auf der rechten Seite mal diesen berühmten leeren Stuhl von vom Amazon-Chef Bezos dargestellt. Ja, bei Amazon wird ja angeblich bei jeder Sitzung ein leerer Stuhl für den Kunden freigelassen, dass man sich entsprechend wirklich zwingt, die Sichtweise des Kunden einzunehmen. Die Frage ist, ob ein leerer Stuhl das tatsächlich tut oder ob wir hier eigentlich Mechanismen schaffen müssen im Unternehmen, um die Sichtweise des Kunden hineinzubringen und sie auch entsprechend gegenüber allen anderen Zielen wie in Bezug auf Kosteneffizienz oder Sales-Effektivität hier entsprechend eigentlich gewichten zu können. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eine Möglichkeit, wie wir das eigentlich geschmeidig in die Organisation kriegen, haben wir mal geklaut von Lego. Und das ist eigentlich eine spannende Geschichte. Lego Ideas, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, ist Vorreiter in der Nutzung der Community für eine permanente Produktinnovation. Das heißt also, die fragen die Menschen, die Lego mit Lego-Bausteinen was bauen, was habt ihr Tolles gebaut und stellt doch mal eure Lieblings-selbstgebauten Dinge hier vor. Und das Spannende ist, dass Lego das natürlich auch als Innovation sieht. Die klauen dann nicht die Ideen, sondern die lassen die einzelnen Ideen ihrer Nutzer bewerten. Und das Spannende ist, jeder, der seinen Bausatz hier so vorstellt, der muss dann Unterstützer eigentlich gewinnen. So, und diese Unterstützer, die können für das Produkt voten, also für diesen Bausatz, der hier vorgestellt wird, können die voten. Die können aber nur dann voten, wenn sie drei Fragen beantworten. Nämlich, was denkst du denn, wie viel dieser Bausatz im Handel kosten würde? Was denkst du denn, wie leicht oder schwierig der zu bauen ist? Leicht, schwierig, sehr schwierig. Ja? Und wie viele Produkte davon würdest du denn persönlich kaufen? Das sind reine Marktforschungsfragen. Aber was die damit machen, ist, die versuchen eigentlich das Potenzial von Innovationen abzuschätzen. So, und diesen Prozess habe ich Ihnen hier jetzt mal in einem kleinen Schaubild dargestellt. Das heißt also, Ziel ist es, 10.000 Supporter zu bekommen, die hier eigentlich den Preis abschätzen, Komplexität des Bausatzes abschätzen und sagen, wie viel Anzahl Produkte würden sie kaufen. Dann ist natürlich die Frage, muss man einen kleinen Review machen, vor allen Dingen auch rechtlicherseits. Ja, wenn das irgendwo aus einem Film nachgebaut ist, sind da natürlich intellektuelle Rechte dran. Wie macht man Marketing, Marktforschung dafür? So, und dann gibt es ein Review und entsprechend die erfolgreichsten Bausätze bringt Lego dann auf den Markt und beteiligt auch diejenigen daran, die diese Idee letztendlich gehabt haben und in die Lego Ideas Community eingebracht haben. So, und das Gleiche machen wir jetzt im Unternehmen. Das Gleiche machen wir jetzt im Unternehmen, weil wir ja in Marketing, Vertrieb und Service so unendlich viele Menschen haben, die tolle Ideen haben für den Kunden, die viel, viel näher am Kunden dran sind als zentrale Einheiten. Ja? Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass diese Ideen eingereicht werden und dass die dann entsprechend auch bewertet werden, dass man auch sagt, okay, stellt eure Ideen vor, versucht diese Ideen auch zu quantifizieren. Wie viele Kunden sind eigentlich von der Idee betroffen? Was ist denn der Nutzen für den Kunden? Was wären denn eigentlich betroffene Unternehmenseinheiten? Was wären denn eigentlich Möglichkeiten für Einsparungen? So, und was man hier dann letztendlich eigentlich machen kann, ist, dass man eben halt sagen kann, okay,
Hier haben wir dann entsprechend eigentlich einen Analysten, der dann mehr oder weniger eigentlich Machbarkeit, Kosten und Nutzen dieser Idee nochmal entsprechend professionalisiert und dann mit dem jeweiligen Business Owner abstimmt. Ich bekomme gerade die Frage rein, ob die Slides im Anschluss zur Verfügung stehen. Na klar stehen die Slides im Anschluss zur Verfügung. Entweder ihr schreibt den Harald an oder ihr schreibt mich an. Beide findet man, wenn man unseren Namen eingibt, in Google mit einem Klick. So, gehen wir mal kurz weiter. Wichtig ist mir, wie schaffen wir es eigentlich zu skalieren? Wie schaffen wir es, die Organisation einzubinden in das ganze Thema Customer Experience Management? Kommen wir zu unserem zweiten Kuchenstück, dem Kuchenstück Prozess. Und hier sehen wir eigentlich zwei Dinge oder zwei Trends, den Trend 9 und den Trend 10, wo wir gesagt haben, die sind im letzten Jahr sehr, sehr stark gewachsen. Die sind sehr, sehr stark gewachsen und da gehen wir davon aus, dass ein weiteres Wachstum eigentlich eintritt. Einerseits unter der Optik Konsolidierung von Einzelinitiativen, insbesondere in Bezug auf das CX-Management-Cockpit. Das steht bei uns im Trendradar auf 12 Uhr, also ganz oben. Ja, weil wir eigentlich diesen Trendradar genau vom CX-Management-Cockpit aus denken, denn was wir nicht messen können, können wir nicht steuern. So, und CX ist im Prinzip ein Baukasten, ist ein Handwerkskasten aus der Betriebswirtschaftslehre. Das heißt also, wir müssen das, was wir hier vorstellen, auch steuern können. Das Zweite, was interessant ist, ist die Value Irritant Matrix. Das ist im Prinzip grosso modo eigentlich die Entscheidung, was darf ich denn überhaupt automatisieren und was darf ich nicht automatisieren, weil ich damit mein Geld verdiene. Das sind eigentlich die Kernfragen, die ich Ihnen ganz kurz vorstellen möchte, bevor es beim Harald in die Technologie geht. Ich habe Ihnen hier mal so ein kleines Beispiel eines ausgewogenen CX-Cockpits aufgeführt. Das haben wir mal für eine große Versicherung gesketcht. Und was wir hier sehen, sind also so ganz grundsätzliche Kennzeichen eines guten Cockpits. Und damit können Sie ja in Ihrer eigenen Organisation mal schauen, haben Sie eigentlich ein gutes CX-Cockpit? Haben Sie ein funktionierendes CX-Cockpit? Was sind so Merkmale eines funktionierenden CX-Cockpits? Ein funktionierendes CX-Cockpit bringt eigentlich drei Arten von Kennzahlen zusammen. Zum einen ist das sicherlich alles, was so auf der Befragungsseite läuft. Ja, klassischerweise NPS oder Customer Effort Score, ja, also die klassischen Zufriedenheitskennzahlen, die Sie hier eigentlich sehen auf der linken Seite. Ja, Kundenzufriedenheit, NPS, Customer Effort Score. Das sind typische Befragungen, ja, das sind typische Kundenbefragungen. Wir haben den Kunden nach einer Interaktion befragt oder wir haben ihn nach seiner Beziehung befragt in verschiedenen Bereichen oder zur Gesamtfirma. Das bringt uns überhaupt nichts, wenn wir nicht zwei weitere Arten von Kennzahlen haben, nämlich zum einen die Geschäftszahlen, ja, dass wir wirklich den Geschäftserfolg mit dem NPS oder dem Customer Effort Score linken können. Wenn wir das nicht können, sind wir kein Gesprächspartner fürs Top-Management. Und das ist das, wo ich eigentlich gerne mit Ihnen hin möchte. Dieses Thema gehört in die Agenda des Top-Managements. Also muss man dem Top-Management, dem Geschäftsführer, dem Vorstand zwei Dinge aufzeigen. Was bringt mir das für Wachstum? Was bringt mir das für Profitabilität? Das sind die beiden einzigen Kennzahlen, die eigentlich einen CEO interessieren. So, und wir reden ja nicht nur mit dem CEO, sondern wir reden ja auch mit ganz, ganz vielen Menschen in Marketing, Vertrieb und Service, die letztendlich eigentlich fürs Liefern des Kundenerlebnisses zuständig sind. So, und da haben wir dann eben halt in der Mitte eigentlich das, was ich als Zentrum des Cockpits bezeichne, nämlich unsere Prozess- und Interaktions-KPIs. Ja, unsere Kennzahlen in Marketing-Kommunikation, unsere Kennzahlen in der Distribution und unsere Kennzahlen im Kundenservice. So, und das Spannende ist, das vermisse ich in ganz, ganz vielen CX-Cockpits, ist das Thema Kosten. Die wenigsten Unternehmen sind eigentlich in der Lage, CX in Bezug zu setzen zu einzelnen Prozesskosten. Und ich glaube, dass diese Kennzahl Kosten pro Kunde, die letztendlich Marketing bespielt werden in der Distribution, denen was verkauft wird oder die was kaufen und die letztendlich einen Kundenservice in Anspruch nehmen, dass das eigentlich ganz besonders spannende Kennzahlen sind und dass wir uns dann natürlich überlegen müssen, wie können wir diese Kosten eigentlich beeinflussen. Beispielsweise im Kundenservice durch eine First Contact Resolution Rate. Ja, und das ist ja das Interessante. Die wenigsten Kunden rufen ja an,
weil sie morgens aufwachen und sagen, wow, heute darf ich mit meiner Bank reden. Yeah, heute darf ich mit meinem Stromlieferanten oder meiner Telco reden. Machen die nicht. Ja? Die rufen an, weil sie ein Problem haben. So, die erwarten von ihnen auch nichts anderes, als dass sie das Problem lösen. So, und zwar im ersten Anlauf richtig, schnell, kompetent und sympathisch. So, und wenn wir uns das anschauen, dann müssen wir das auch in irgendeiner Art und Weise messen. Der zweite Punkt ist sicherlich hier der, dass wir entsprechend überlegen müssen, und das ist nochmal akzentuiert worden durch dieses Pandemiejahr. Wo können wir automatisieren, wo können wir nicht automatisieren? Wenn wir uns heute beispielsweise im E-Commerce das Volumen an Service Calls anschauen, dann sind über 80% eigentlich der Kunden, die anrufen, kommen mit 6 Fragen. Erste Frage, ist mein Zeug, was ich haben will, verfügbar? Zweite Frage, ist mein Zeug, was ich bestellt habe, losgeschickt worden? Dritte Frage, wann ist mein Zeug bei mir? Vierte Frage, oh, das Zeug, was ich bekommen habe, gefällt mir nicht. Wie kann ich es zurückschicken? Fünfte Frage, das Zeug, was ich bekommen habe, ist fehlerhaft. An wen wende ich mich? Und sechste Frage, ich habe Zeug bestellt, habe aber vergessen, wie das geheißen hat. Wo kann ich mehr von dem Zeug bestellen? So, 6 Fragen, die Sie ganz wunderbar automatisieren können. Warum? Naja, weil der Kunde will diese Fragen beantworten. Das Unternehmen muss aber überlegen, diese Fragen automatisiert zu beantworten, weil, wenn wir das 1:1 über E-Mail, über Telefon beantworten, es unendlich teuer wird. So, und da haben wir nach wie vor eigentlich hier diese intelligente Matrix, wo wir gesagt haben, also, wir machen mal etwas total Neues und Verrücktes. Wir schauen uns nicht nur die Perspektive des Kunden an, was wir sonst im CX-Management immer machen, sondern wir stellen uns auch die Frage, was wollen wir denn als Unternehmen? Ja? Der Kunde ist ja nicht König, der Kunde ist Partner. So, und dementsprechend stellen wir uns jeweils die Frage, wollen wir eigentlich einen Dialog haben oder wollen wir keinen Dialog haben? Wenn wir als Unternehmen einen Dialog haben wollen, dann wollen wir diesen Dialog meistens haben, weil wir was lernen können über unser eigenes Unternehmen, was Neues, ja, was wir bisher noch nicht wussten. Eine Beschwerde beantworten, ja, wenn eine Beschwerde sich auf einen Fehler in einem Prozess bezieht, den wir lösen können. Wenn wir was verkaufen können, ja klar, dann wollen wir auch einen persönlichen Dialog haben. Da wollen wir nicht nur automatisiert eine Lösung bieten. Und letztendlich, vielleicht ist es sogar manchmal billiger und schneller, mit einem Kunden zu reden, als ihn durch einen aufwendigen Prozess zu schicken. Ja? Wenn diese 3 Punkte nicht da sind, dann spricht sehr, sehr viel dafür, dass wir automatisieren. Und das Spannende ist, das ist eine Matrix, die ist 2006 entwickelt worden. Und 2006, 2007 ist der Bill Price, ehemaliger Chief Service Officer von Amazon, durch die Lande gezogen, hat einen Vortrag gehalten darüber, einen nach dem anderen. So, und dann hat es das irgendwie 14 Jahre nicht gebraucht und jetzt ist das voll in dem Bewusstsein der Menschen. Warum? Digitalisierung. Und wir müssen uns überlegen, wo können und sollen wir vereinfachen oder automatisieren? Wo können wir sogar Prozesse überflüssig machen, immer wieder den gleichen Fehler zu machen, ne? Dummes Management. Und wo ist es eigentlich sinnvoll, mit dem Kunden zu reden? Dazu müssen wir aber nicht unbedingt neue Kanäle aufbauen. Und das ist eigentlich so meine Übergangsfolie zum Harald. Ja, dieses Thema Omnichannel ist ein ganz wichtiges Thema. Und wir haben im letzten Jahr viele, viele, viele Kanäle aufgemacht. Im Marketing, im Vertrieb, um mit dem Kunden im Kontakt zu bleiben. Wenn man sich anguckt, was genutzt wird, und wir haben hier sehr schön aus einem meiner Forschungsprojekte die Möglichkeit, auf über 250 Unternehmen zurückzugreifen, dann stellen wir fest, auch im Jahr 2020 ist primär eigentlich für Kundenkontakt das Telefon genutzt worden, ja, und das E-Mail. Und das Zweite, was wir gesehen haben, und das ist eine Untersuchung von Gartner, auch von 2020, je mehr Kanäle man eigentlich anbietet, desto mehr Kontakte steigen, ja, weil nicht alle Kanäle sind eigentlich erklärungsfrei. Ja, vielleicht mache ich eine neue App. Der Kunde sagt, oh, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Was mache ich denn? Ja, ich rufe beim Unternehmen an. Ob das nun so sinnvoll ist, das wage ich zu bezweifeln. Und dementsprechend übergebe ich gleich mal an Harald für die Technologie. Danke fürs Zuhören. Danke, Nils. Ja, jetzt bist du der Folie noch umblättert. Das war nicht so geplant. Okay. Einen ganz wichtigen Punkt hat Nils schon immer implizit angesprochen. Die Punkte auf unserem Trendradar hängen alle miteinander zusammen. Also ich kann Prozesse nicht tun ohne Technologie und umgekehrt. Also diese Punkte sind alle miteinander vernetzt. Das ist uns auch ganz wichtig. Das können wir natürlich visuell so nicht darstellen. Aber Maßnahmen in dem einen Sektor bedingen dann auch immer Maßnahmen im anderen. Das betrifft gerade den Punkt Omnichannel.
in starkem Maße. Beim Thema Technologie haben wir ja mehrere Dinge, die uns aufgefallen sind. Zum einen eine enorme Dynamik im Markt bei fast allen Herstellern, neue technologische Entwicklungen, auf die ich gleich einsteigen werde, nochmal im Detail. Das ist zum einen stark herstellergetrieben und zum anderen aber von der Kundenseite. Wir haben ganz starke Veränderungen bei zwei Punkten. Das ist zum einen das Thema Augmented Reality, Virtual Reality, das ist so ein Shooting Star, da gehe ich gleich explizit drauf ein. Und wir haben das andere Thema Instant Messenger, wo es eine starke Veränderung gegeben hat. Beim Thema Conversational AI, das haben wir, wie Nils das schon angesprochen hat, umbenannt. Das hieß vorher NLP und virtuelle Assistenten. Das ist ja ein bisschen unglücklicher Begriff. Ich denke, mit Conversational AI können wir dann getrost die nächsten Jahre bestreiten, weil das ist jetzt so ein Sammelbegriff und der passt eigentlich auch ganz gut, weil letzten Endes geht es um Dialoge. Bei vielen anderen Punkten, Customer Analytics, sieht man, das hat schon eine ganz enorme Spreizung von Vision für einige Branchen bis zu, das ist Standard in anderen Branchen. Und bei dem Thema Customer Data Platforms, da kann ich auch nochmal auf die Session von Daniel Rengli und Carsten Ratzler verweisen von Oracle. Da kommt das Thema heute Nachmittag dann auch nochmal explizit zur Sprache. So, dann würde ich sagen, steigen wir in die einzelnen Trends ein bisschen ein. Nils, wenn du bitte auf die nächste. So, das hatte ich angesprochen. Also der Grund, warum so viel, wie sagt man, Druck auf dem Kessel ist auf der Technologieseite, hat zwei Ursachen. Das eine ist, sehr viele Anbieter, die jetzt alle mit cloud-basierten Lösungen kommen, die extrem einfach zum Teil zu konfigurieren sind. Und auf der anderen Seite auch viel mehr Möglichkeiten bieten. Und das andere ist, das haben wir jetzt schon im Bereich Prozesse, Kunden angesprochen, wenn die Geschäftsstelle, die Niederlassung geschlossen ist und ich da nicht mehr hingehe, dann muss ich auf andere Kommunikationskanäle ausweichen. Das sehen wir insbesondere bei Versicherungen. Da kommt dieses Thema Chat, Videochat und Co-Browsing mit einer enormen Wucht, auch wenn das in der Summe aller Interaktionen nicht unbedingt so hoch ist wie das Telefon, aber für spezielle Branchen, zum Beispiel Versicherung, sind diese neuen Möglichkeiten enorm wichtig. So, dann gehen wir auf die nächste. Ein Thema im Customer Service ist das Thema Remote Service, Touchless Service. Vorher war das auch schon immer ein Thema, dass Kundendiensttechniker nicht unbedingt gern gesehen worden sind, auch von Kundenseite aus zwei Gründen. Zum einen mal muss ich als Kunde immer die Anfahrtskosten mitbezahlen und dann haben die Kundendiensttechniker in aller Regel das falsche Ersatzteil dabei. Das ist so der Standard und die Standardgeschichte des Kundenservices. Im B2C-Markt ist natürlich jetzt aufgrund von Corona auch noch die Angst vor Ansteckung da. Die betrifft sowohl den Techniker wie auch den Kunden. Also die Customer Experience an der Stelle ist so in der jetzigen Form mit den jetzigen Möglichkeiten natürlich nicht mehr gegeben. Also Remote Service ist das, was stark zugenommen hat. Da gehen wir auf die nächste Seite. Und wie kann ich mir das vorstellen? Indem ich nämlich das Smartphone des Kunden benutze und die Bildübertragung, Videoübertragung und der Kunde überträgt das Bild seines WLAN-Routers, der blinkt und der Kunde nicht weiß, was er einstellen muss, oder seiner Waschmaschine, wie auch immer, auf den Arbeitsplatz des Mitarbeiters und der kann sich das A anschauen und kann das dann einmarkieren, einkreisen, kann auch ein Dokument mit rüber senden und, und. Vorteil für den Kunden muss ich nicht groß und lang und breit erklären. In vielen Fällen erspare ich mir den Kundendiensttechniker und die Anfahrtskosten. Und für das Unternehmen ist die alte Devise, schnell gelöst ist gut gelöst. Also das ist das Thema hier bei diesen Video und Augmented Reality, wo ich also über das Bild noch eine zweite Schicht drüberlegen kann mit weiteren Informationen.
Wir können eins weitergehen. Das ist eigentlich keine neue Geschichte. Die ist bisher allerdings vorwiegend im B2B-Bereich eingesetzt worden. Also ein deutscher Maschinenbauer, der seine Produkte nach Kolumbien exportiert, kann nicht für jede Einweisung und für jeden Servicefall dann immer gleich jemanden nach Bogota schicken, selbst wenn er da eine Niederlassung hat. Also das ist schon dort seit langer, langer Zeit Standard. Und man nutzt es für die Einweisung von Technikern in Maschinen, aber man nutzt es auch gerade in kritischen Produktionsbereichen, um dem Ingenieur vor Ort, dem Techniker zu sagen, was er wo an welcher Stelle an der Maschine einstellen muss, dass zum Beispiel eben auch eine Maschine nicht überhitzt. Ganz, ganz lange Standard und hält jetzt Einzug auch im B2C. Dann können wir auf die nächste gehen. Ja, im B2C, wir hatten ja heute schon mal das Beispiel Lego. Lego ist in vielerlei Hinsicht immer interessant und innovativ. Also ein Katalog mit diesem Kran, der ist natürlich halb so lustig und lebendig für das Enkelkind, als wenn ich mit dem Smartphone drüber gehe und dann sehe ich live und bewegt, wie der Kran sich bewegt, wie er seinen Arm ausfährt, wie er etwas hochhebt. Das weckt natürlich in starkem Maße die Begehrlichkeit, genau das Produkt zu kaufen. Also ich kann aus Katalogen, aus Flyern, aus Bildern, kann ich durch Augmented Reality dem Kunden noch viel mehr von dem Produkt zeigen, als ich das statisch im Flyer könnte. Rechts sieht man ein Beispiel, das kommt aus Österreich. Mielo ist ein Hersteller von Honig, naturbelassenem Honig, ökologisch hergestellt. Und wenn ich mit meinem Smartphone auf das Produkt gehe, dann erzählt mir mein Smartphone die ganze Geschichte dieses Imkers, was er tut, um die Natur zu erhalten, wie der Honig hergestellt wird und, und. Und jetzt kommen wir zum wesentlichen Punkt, Customer Experience. Wie schaffe ich das für ein Produkt, mehr Geld zu erlösen? Das schaffe ich, indem ich einfach die bessere Experience biete. Im E-Commerce gilt das Gleiche auch. Also das Motorrad kann ich jetzt drehen um seine Achsen. Ich kann mir das anschauen. Und rechts sieht man, da habe ich auf mein eigenes MacBook ein Audi platziert und den kann ich dann auch auf meinem Tisch fahren lassen. Also gerade für diese Produkte, die ich mir gerne anschauen will, kann ich mit der R eine ganze Menge an Bewegtbild und zusätzlichen Informationen produzieren. Und die gute Nachricht ist, die Produkte werden eigentlich auch immer günstiger und leistungsfähiger. Das hier kommt von Ruhm mit 3O, die kommen aus Thüringen. Und wir können auf die nächste Seite gehen. Da sehen wir auch nochmal ein Beispiel, ein ganz kritischer Bereich in Customer Experience ist immer dieser Teil der Kundenreise. Ich habe ein neues Produkt und tue mich aber schwer damit, das Produkt in Gebrauch zu nehmen. Also mich persönlich betrifft das. Ich habe mir ein E-Auto gekauft und ich habe mich vorher nie mit Rekuperation beschäftigt und. Also mehr Knöpfe, als der Mensch verkraften kann. Und eine Möglichkeit, dem Kunden diesen ersten Schritt angenehm zu gestalten und einfach zu gestalten und damit auch seine Zufriedenheit, ist Augmented Reality, wo ich einfach mit meinem Smartphone aufs Armaturenbrett gehe und die App zeigt mir dann, wo an welchen Stellen ich etwas drücken muss. Das kann ich mit Ton hinterlegen, mit Bild, wie auch immer. Aber es reduziert wie sagt man, meine Einarbeitungszeit, sofern man beim E-Auto von Einarbeitungszeit spricht, ganz enorm und steigert meine Zufriedenheit. Also das ist eine Technologie, glaube ich, die wir in Zukunft noch sehr viel stärker im Einsatz sehen werden. So, und dann können wir auf die nächste gehen. Diese AR oder Virtual Reality Systeme kann ich natürlich auch für die Mitarbeiter einsetzen, fürs Training. Also gerade komplexe, erklärungsbedürftige Produkte. Wo muss ich was abschrauben, um einen Zylinder zu ersetzen? Flüssigkeit nachzufüllen, wie auch immer. Das kann ich sehr gut mit diesen Systemen machen, wo ich kleine Mikro-Learnings aufbaue.
und meinen Mitarbeitern zur Verfügung stelle, sodass die sehr viel schneller mit dem Produkt vertraut sind. Also sowohl intern für die Mitarbeiter als auch für die Mitarbeiter des Kunden auf diese Art und Weise Einarbeitungszeiten drastisch verkürzen und die Handhabung mit dem Produkt vereinfachen. Das ist oft so ein Prozess, der im Customer Experience so ein bisschen straflich vernachlässigt wird. Wir sind immer sehr gut, Marketing und Vertrieb, das Produkt zu verkaufen. In dem Moment, wo ich es habe, bei erklärungsbedürftigen Produkten, da fällt das oft so ein bisschen hinten runter. Also diese Systeme sind dafür gut. Auch das hier in der deutschen Firma Aukta, da gibt es eine ganze Menge interessanter Startups, die jetzt mit sehr guten Lösungen auf die Unternehmen zukommen. Dann können wir auf die nächste gehen. Ein Bereich aus dem Retail, der auch heute Nachmittag nochmal zu sehen sein wird in dem Workshop Pimp Your Retail. Hotels, Autohändler, Fahrradläden, mir fallen da eine ganze Menge Beispiele an, haben das Problem, dass ich ja nicht mehr als Kunde unbedingt in den Laden rein kann. Aber ich kann den Laden zum Kunden bringen, indem ich einfach eine fotorealistische Tour erstelle. Das ist jetzt kein Video, sondern ich kann mit meinem Cursor in dem Falle hier ist es ein Sterne-Restaurant in Berlin, hineingehen, kann auf einzelne markierte Punkte zugehen, bekomme dann Zusatzinformationen und kann praktisch eigenständig durch den, na hier geht's nicht, das ist nur ein statisches Bild. Also heute Nachmittag gibt es dann live, aber ich kann hier durch den Raum durchgehen, einzelne Punkte mir anschauen. Und richtig interessant wird es erst dann, wenn ich da noch drüber beispielsweise einen Chatbot setze, der dann auch eine Terminvereinbarung zum Beispiel für eine Abholung zulässt, sodass ich praktisch so ein Stück weit die Kultur meines Ladens und die Eigenartigkeit des Ladens erhalte, aber mit dieser Digitalisierung meine Kunden nach wie vor erreichen kann und damit sicherstelle, dass ich mein Geschäft aufrechterhalten kann. Also im Moment boomt es zum Beispiel bei Autohäusern und bei Fahrradläden. Da ist das im Moment stark nachgefragt. So, dann gehen wir auf die nächste. Ich kann natürlich das Ganze nicht machen, ohne mit mindestens einem Beispiel aus der Schweiz zu kommen. Wobei das Beispiel hier natürlich besonders gut ist. Also die Schweizer Bundesbahn, da ziehe ich echt meinen Hut davor, die hat mit Augmented Reality für Bahnreisende etwas extrem Nützliches geschaffen. Das ist zum einen, wenn ich am und im und um den Bahnhof herum diese App benutze, bekomme ich Zusatzinformationen. Wo ist das nächste Restaurant? Wo ist die Bushaltestelle? Und, und. Also gerade wenn ich in einer fremden Stadt bin, habe ich sehr schnell die Orientierung. Ich spare Zeit und gewinne Sicherheit. Also super gutes Angebot. Und natürlich gilt das natürlich auch, wenn ich am Bahngleis bin und schaue mir dann meinen Zug an. Da sind ja meistens nur sehr wenige Informationen. Und in Deutschland ist zumindest so, ändert sich sowieso und ist nicht verlässlich, weil die Wagenreihung ändert sich und, und. Mit der App der Schweizer Bundesbahn gehe ich da drauf, sehe, wo ist der Speisewagen. Ich sehe zum Beispiel auch, welche Wagen sind schon wie ausgelastet. Also da kann ich eine ganze Menge an Informationen für den Reisenden reinpacken, ohne dass der groß fragen muss oder sich orientieren muss. Für mich persönlich tolles Beispiel, Customer Experience umgesetzt für die Bahn. So, dann gehen wir eins weiter. Über Messenger haben wir schon gesprochen. Wir haben ja in Deutschland so ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis, insbesondere zu WhatsApp, was ja auch den Datenschutz betrifft. Wobei die Gelehrten sich da nicht immer einig sind. Ist es Vorwand oder Einwand mit dem Datenschutz? Will ich aber nicht drauf eingehen. Fakt ist, Kunden würden sehr, sehr gerne mehr mit dem Messenger kommunizieren, weil der Kunde hier die Geschwindigkeit kontrollieren kann. Es ist eine asynchrone Kommunikation. Ich muss auch nicht sofort antworten. Also sehr viel stressfreier für den Kunden. Wir können dann auf die nächste gehen, weil worauf ich eigentlich eingehen wollte, ist das, was zukünftig kommt und was es für den Kunden noch attraktiver macht.
ob ich jetzt WhatsApp nehme oder Apple Business Chat. Wohin die Reise geht, ist dem Kunden das wie so ein Schweizer Messer anzubieten. Ich kann in der App, ohne die App zu verlassen, direkt mit dem Unternehmen sprechen. Ich kann einen Termin vereinbaren und ich kann direkt den Bezahlvorgang auslösen, ohne dass ich jeweils raus aus der App muss, in eine neue App rein irgendwo. Und Zeitersparnis und Irritationen vermeiden ist einer der ganz großen Treiber für Kundenzufriedenheit. So, dann gehen wir noch auf die nächste. Ich muss ein bisschen mich sputen. Apple Business Chat oder Google oder WhatsApp, alles läuft in die gleiche Richtung. Durchgängige Kundenreisen zu ermöglichen, ohne Brüche, das, was auch Nils angesprochen hat mit Omnichannel Management, von der Suche bis zur Bezahlung. So, dann auf die nächste, Nils, bitte. Das ist hier nochmal so dargestellt. Das hier ist so eine Kundenreise für so ein Stadtwerk. Und da sieht man das, wie oft Kunden dann auch schon mal während ihrer Kundenreise, bevor sie Kunde sind, die Kanäle wechseln. Und ich muss halt eben höllisch aufpassen, dass der Kunde keine Inkonsistenzen, keine Brüche erleidet, sondern das möglichst versuchen, so zu gestalten, dass die Technologie diese medienprofreie Kundenreise ermöglicht. So, eins weiter. Abschließend noch etwas zum Thema Voice. Die älteste Form, wie wir Menschen uns miteinander verständigen, ist halt nun mal Sprache. Und wenn man sich anschaut, die Anzahl der versandten Amazon Echos und Alexas ist sprunghaft gestiegen, hat sich verdreifacht, aber das setzt sich erst langsam durch. Also BMW hat beispielsweise Alexa verknüpft mit ihren Autos. Das ist schon mal ein Beispiel, aber es gibt auch andere, die ich kenne, wo die Alexa-Projekte in Deutschland mal wieder eingestellt worden sind. Aber Voice kommt. Voice kommt, wenn auch mit Verzögerung. Ein Beispiel noch habe ich dazu. Das ist ein finnisches Unternehmen, Speechly, können Sie selbst mal gerne ausprobieren. Und da gehe ich auf die Seite und sage, zeig mir alle Sneakers für Männer von Nike in Weiß. Und wenn ich das ganz langsam spreche, dann zeigt er mir erst alle Sneakers. Wenn ich sage für Männer, dann kommen nur noch für die von Männern. Wenn ich sage von Nike, blendet er Adidas und andere aus und in Weiß, dann habe ich alle in Weiß. Das ist eine hübsche Form in E-Commerce, wo ich statt Suche und Google und Menüs und Klicke einfach per Sprache die Internetseite steuere. Auch da, glaube ich, werden wir in Zukunft noch eine ganze Menge sehen, was die Customer Experience vereinfacht. So, eins weiter und jetzt, glaube ich, bin ich schon fast am Ende. Ja, ich bin am Ende. Ich bedanke mich jetzt schon mal von meiner Seite. Nils kann das Gleiche dann auch noch von seiner Seite aus gerne tun. Wir hatten eine Menge Fragen schon irgendwo jetzt hier auch im Chat mit Unterlagen und. Gehe ich dann gleich im Anschluss drauf ein. Aber ich will den nachfolgenden Referenten mit digitalen Kundenreisen jetzt nicht zu viel von ihrer Zeit abknapsen. Also herzliches Dank. Genießen Sie diesen Tag und nutzen Sie die Möglichkeiten der Plattform. Nils? Von mir aus auch herzlichen Dank und weiter geht's mit ENBW.